Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Ratchet & Clank. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben auf Batalia. Bei Tracks Invasion quasi. Moment, was wollte ich jetzt nochmal ausrüsten? Disco Ball. Und den hier. Ja, ja, gleich wissen, dass hier zwei Panzer kommen. Okay. Das war's mit dem Panzer. Monatelanges Training unter Victor von Ion. Und ihr werdet nicht mit ein paar galaktischen Schutzgruppen fertig? Wo bleibt euer Mut? Wo bleibt euer Holz? Nehmt ihr gern unter der Erde? Okay, da haben wir noch eine Holo-Karte. Ist nicht gut. Okay, die Luft ist rein. Auf zum Sternwart Abwehrgeschütz. Ja, holen wir uns gleich. Mr. Zorkon braucht keinen Anruf zum Überleben. Mr. Zorkon ernährt sich von Angst. Ja, Mr. Zorkon, das ist toll für dich. Und den können wir uns allerdings nicht ernähren. Beziehungsweise auch nicht überleben davon. Hast du gerade noch bei ihm? Ah, auch egal. Das heißt, tun noch irgendwas oben. Ja, Gold, ein goldener. Nein. So. Haben wir noch so einen goldenen Bolzer. Und dann öffnen wir mal die Tür. Das sollte mir, glaube ich, eigentlich den Planeten so gut wie beendet haben. Wir sind beim Abwehrgeschütz, aber offenbar ist das System gesperrt. Wir müssen dieses Ding wieder aktivieren und zwar schnell. Ja, machen wir. Das Schloss hat eine erhöhte Sicherheitsstufe. Ich habe deinen Dietrich aufgerüstet, damit der Ring aktivieren und deaktivieren kann. Kannst du es ausprobieren, indem du den Ring deaktivierst? Hervorragend. Teste jetzt die Aktivierungsfunktion. Perfekt. Und denk dran, ab jetzt diese neue Funktion zu benutzen. Ja, ich werde dran denken. Was? Macht das doch viel einfacher. Sternwacht Abwehrgeschütz aktiviert. Gut gemacht, Ratchet. Spring auf das Abwehrgeschütz. Ich gebe dir Deckung. Ja. Machen wir es mal. Ja, aber irgendwie machen wir mit denen kaum Schaden. Setze die Ionenkanone der Sternwacht gegen diese großen Schiffe ein. Ja, mach ich ja. Man macht bei denen irgendwie keinen Schaden. Die Kleinen gehen einfach. Sternwacht-Ionenkanone bei 25%. Ah, okay, ich verstehe, was ich machen muss. Ich muss zuerst die Kleinen ausschalten, glaube ich.
Sternwacht-Ionenkanone bei 75%. Geschütz bereit! Feuern! Ah, ist nicht gut. Da habe ich den Schuss verhauen. Sternwacht-Ionenkanone bei 25%. Die kleinen Schiffe sind aber auch nicht einfach zu treffen. So, komm schon. Sternwacht-Ionenkanone bei 75%. Sternwacht-Ionenkanone schussbereit. Ja, das macht's einfacher. Nein, aber herzlichen Glückwunsch. Orte, Rakete im Anflug. Okay, auch noch Raketen, die uns angreifen. Sternwacht-Ionenkanone bei 5. Nochmal feuern! Hat gut getroffen. Dann wo ist die Rakete? Da ist die Rakete, hätte ich beinahe übersehen. Glück habe ich da getroffen. Ne? Super geschossen! Ah, ich muss Angriff wieder aufladen. Sternwacht-Ionenkanone bei 25%. Brauchen wir kleine Schiffe. Jetzt. Okay, das war das letzte Schiff. Sternwacht, sie ziehen sich zurück. Wir haben es geschafft. Das hat Drag davon, wenn er sich mit den galaktischen Schutztruppen anlegt. Ja, juhu. Wir sollten zum Schiff zurückkehren. Naja, können wir hatten scheinbar alles hier abgeschlossen. Haha, geschafft, Kleiner. Wir hören gerade, dass der Rest von Drakes Flotte den Rückzug antritt. Elaris, bestätigen. Bestätigt, Brax. Die restlichen Kriegsschiffe fliegen zurück nach Quartu. Das habt ihr super gemacht. Finde ich auch. Ich konnte leider nicht dabei sein. Dafür war ich aber im Geiste bei euch. Wir müssen uns treffen und diesen Blark zurück nach Quartu folgen. Verstanden, Captain. Dann bis nachher. Offenbar ist alles gesichert. Du hast heute gute Arbeit geleistet, Ratchet. Du auch, Clank. Wir treffen uns dann auf Quartu wieder. Hört sich ja nach dem Plan an. So, hat es hier schon. Aggressor. Okay, holen wir uns die Waffe mal. Wir sind im Geschäft. Und dann haben wir noch Elfaritanium. Da können wir im Brennen nochmal verbessern für ein Geheimnis. Ah, lassen wir es mal. Jäger. Jäger wäre auch nicht schlecht. Mr. Zirkon haben wir ja schon so gut wie möglich verbessert. Da brauchen wir eigentlich gerade die Verbesserung nicht.
Da fehlt noch einiges. Fassen wir mal den Brenner. Damit hier das Geheimnis mal freischalten. Oh, Plasma. Brennmunition aus Munitionskisten bringen dir doppelt so viele Schüsse. Okay. Nächstes etwas nützt dir jetzt. So, dann holen wir uns das Geheimnis vom Jäger hier. Kritische Kerne. Jede Rakete enthält ein Fluginium-Kern, um die Explosion zu vergrößern. Okay. Dann haben wir eh nur noch zwei übrig. Der Chris hat noch hier, damit wir mehr Holokarten bekommen. Schade, ist eigentlich nur der Pyrozitor einen Raritaniumsbonus gibt. Dann machen wir einfach nochmal die Angriffsfassung bzw. die Zielkegel ein bisschen verbessert. Ah, ich glaube, das zahlt ja schon so aus. Okay. Dann zurück zum Schiff. Wo sollen wir hin? Wie man hört, soll es auf Bokitaro sehr schön sein. Es ist stand hier. Das war noch nicht alles war. Ja, mir fehlen da noch Spielerkarten. Ich weiß auch immer nicht, wo man den verborgenen Schatz herbekommt. Ja, na gut, gehen wir mal. Warte. Also, Schutztruppen, unser Angriffsplan ist einfach. Hallo, Sprung nach Skork City. Wir ballern Ihnen die Kugeln um die Ohren, nehmen Drag fest und sind rechtzeitig zu Hause für Waffeln. Ja, ja, Waffeln! Oh, das ist gut. Moment, das ist der Plan? Ja, das ist er. Verzeihung, Captain, aber Drag ist sehr gerissen. Er ist sicher auf einen Angriff vorbereitet. Ich finde es ausgesprochen lobenswert, dass du deine Hausaufgaben so gründlich machst. Aber große Helden tun große Taten. Lasst uns abstimmen. Wer dafür ist, dass wir Drag mit einem riesigen Arsenal die Tür eintreten und einer Galaxie im Chaos den Frieden bringen, sagt ja. Ja! Und wer meint, wir sollen hier die Zeit mit Kuchengrafiken vertun, sagt nein. Nein. Antrag angenommen. Wir greifen Drag Industries heute an. Waffen bereit machen, Schutzpunkt. Anzüge anlegen und ab zur Luftschleuse am Heck. In Ordnung, Team. Jetzt geht's los. Denkt dran, unser Ziel ist der Vorsitzende Drag. Bereit, Schutztruppen? Ich zähle bis drei. Drei. Bleib dran, Kleiner. Okay, Kumpel, bist du bereit? Tja, ich . Wow. Ratchet an Schutztruppen. Ich bin in Ratu gelandet, aber mein Düsenpack Treibstoff ist leer. Brax und ich begeben uns drüben zum Komplex. Wir teilen uns auf und halten über Funk Kontakt. Viel Glück, Team! Drag Industries liegt direkt voraus. Los, weiter! Okay. Dann haben wir noch ein paar Bolts. Nicht reinlaufen. Moment. Mach erstmal so. Und ganz kurz. Kreisklingen. Interessant. Alles aufgefüllt!
Wollte ich jetzt nicht. Auch egal. Da vorne sind Gegner. Ich gebe dir Deckung. Ja, wir haben ja zum Glück Mr. Zorkon. Du bist eine Krankheit und Mr. Zorkon ist das Heilmittel. Jetzt hatte ich Mr. Zorkon. Erinnerst du dich an Mr. Zorkon? Das sind die Momente für die Mr. Zorkon. Ich betätige den Schalter. Warte hier. Berserbrücke aktiviert. Versuch jetzt rüber zu kommen. Vorsicht, da vorne sind Wachen. Angriff! Ah, ich seh's grad. Ist auf jeden Fall einfacher geworden, mit der Affe zu treffen. Ist nicht gut. Es war gar nicht gut. Okay. Ah nee, das ist schon lang geschützt, deswegen. Gut zu verstecken, dumme Aliens. Mr. Ah, komm schon. Zum Glück hatten wir ein Geschütz. Zum Leben mitnehmen. Sieht ziemlich gut gesichert aus. Vorschläge für den Zutritt? Ratchet, als ich letztes Mal hier war, bin ich durch die Abluftschächte entkommen. Vielleicht können wir durch sie auch in die Fabrik gelangen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Titanium, das nehme ich natürlich gerne mit. Und dann schicken wir Clank mal los. Schutztruppen, bitte kommen. Ich befinde mich im Lüftungssystem von Drag Industries. Gut gemacht, Kadett. Ich wünschte, ich wäre mit dir in diesem Schacht. Hätte ich bloß nicht diese riesigen Muskeln. Gleich nördlich eurer Position ist ein Sicherheitsterminal. Legt es lahm. Dann können die Schutztruppen in das Gebäude hinein. Okay. Da ist sie ja, die Gettoporn-Karrieremöglichkeiten-Seite. Nennen Sie Ihre derzeitige Stellung. Assistent von bösen Schurken. Besondere Fähigkeiten? Aktenablage, Anrufe annehmen. Blechbüchse, was willst du denn hier? Durchfangen, zumindest versuchsweise. Irgendwie muss man durch diesen Raum kommen. Ja, ich weiß auch wie. So, was mit denen hier mitnehmen? Hier hin. Dann brauchen wir eine Brücke rüber. Ein Federbot. Holen wir uns den hier oben noch. Mit den Kisten. So, dann brauchen wir zwei Elektrobots.
Einmal. Zweimal. Du wirst es gar nicht hier sein. Geh lieber, bevor der Vorsitzende Drag dich findet. So, da haben wir eine Bombe. Und wir hatten hier vorne noch eine Karte. Mit dem verschlossenen Gitter. Das Tee sprang jetzt zuerst zwei. Und dann können wir noch die andere Seite aufspringen. Beziehungsweise das Gitter da hinten. Nein, aufnehmen. Und dann das andere Gitter aufspringen. Okay, allerdings, bevor ich jetzt weitermache, glaube ich, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung, dass es euch gefallen hat. Wenn ich so sollt, könnt ihr euch gerne noch abonnieren lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Ratchet & Clank wieder.